So, das Rallyspiel war kein schlechtes, aber meine Ungeduld hat mich in den Wahnsinn getrieben. Jetzt spielen wir mal wieder. Ja, was spielen wir denn mal wieder? Hören wir mal die gute Lilly spielen? Oder spielen wir mal wieder gut die Morale? Sollen wir die Tyrande spielen, oder? Auf Tyrande hätte ich ja mal wieder Bock. Oder spielen wir Lucio? Oder Lilly spielen? Wir spielen Lilly. So, ich spiele weiter eine Runde Lilly. Die letzten Spiele waren nicht so gut. Das Rallye-Spiel war ich einfach zu ungeduldig. Aus meiner Erfahrung heraus hätte ich das eigentlich mit meinem Team gewinnen müssen. Immer zu viel Misplays gemacht mit dem Sral. Worauf spielen wir? Blendender Wind verringert die Abklingzeit. Wir haben Double Support. Wir müssen aber auch schauen, dass wir die Ana beschützen. Ich denke, wir werden sehr, sehr viel Schaden abbekommen. Weil die Dauer von flinke Füße können wir ausspielen, um meine Regeneration zu erhöhen. Da müssen wir aber immer in dem Fight sein. Spielen das mal. Dann lane ich mal gegen Nasibu. Klingt nach Spaß. Nicht von den Spinnen treffen lassen. Ihr seid ein Riesling. Seht mal, ein Blümchen. Den haben wir erstmal verjagt, den Sack. Ich hab's kapiert. Was ist denn das da drüben? Das hat mir mein Onkel beigebracht. Wieder verjagt. Schön aggressiv spielen mit Lilly. Davon lebt sie inzwischen. Und langsam töten die Dauer der Wolkenschlange. Schon den Dragon Build spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Heal brauchen oder nicht. Wenn wir lane müssen, dann. Oh, Sarah, du holst den Hanzo. Finde ich gut. Helden, schon bald ist es Nacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Oh, das ist nicht gut. Lob mitnehmen. Ihr macht mir keine Angst. Immer schön blinden, damit ihr gar nicht in den Genuss kommt, mir irgendwie das Gift ins Gesicht zu jagen. Ich muss nur aufpassen, dass sie nicht irgendwann um die Ecke kommen, weil dann würde ich echt die Arschkarte schon wieder zum Brunnen gegangen.
Oh. Jetzt habe ich das volle Gift gerade ins Gesicht bekommen. Das ist natürlich ätzend. Das Seratu steht da gerade sehr, sehr doof rum. Wählt ein Talent. Hoho! Ah, ich hab's versucht. Jetzt sind sie alle hier unten. Aber da kommen meine Freunde. Den Glob mit. Das sieht böse aus. Lass Anna mal. Gleich zum Brunnen gehen, weil ich gleich noch einen Ort bekomme. Take it, Glob! Leider nicht getroffen, Kollege. Ah, wenn der Gorge geht, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich nicht mehr so aggressiv spielen. Gut ausgeführt. Wieder verkackt. Glück für mich, schlecht für die. Wir werden ihn hier, glaube ich, gehen. Bin nicht ganz sicher, ich glaube, wir brauchen ihn. Nein, das konnte ich leider nicht mehr aufhalten. Wählt ein Talent. Das sind genug Samen. Lasst jetzt mein Ungeheuer heranwachsen! Tja. Ah, gehen doch Water Dragon. 18k Damage! Saria macht mehr. Das Ungeheuer. Ich heal aber auch mehr. Geh mal quick mal. Ja, gehen Water Dragon. Euer Ungeheuer ist zum Leben erwacht. Erntet mit ihm die Leichen eurer Gegner. Was gehen wir mit Level 13? Wir haben jetzt schon den Dragon, trifft mehr Ziele. Das ist natürlich ganz cool, weil ich damit natürlich auch die Ablinkzeit verringere. Das werden wir, glaube ich, machen. Die Dauer vom Blenden ist natürlich auch nice. Und gerade gegen den Illidan. Ihr seid voll
Zeppelin-Fahrt. Tolle Technik. Ich weiß nicht genau, was er hier macht, aber... Wählt ein Talent. Macht immer Spaß zu sehen, wie sie einstürzen. Hat die einen Lack, dass er da wegkommt, ey. Holy shit. Euer Ungeheuer ist verkündet. Da ist jemand getötet. Da kommt was angeflogen. Wählt ein Talent. Zwei auf einmal. Seht mal, ein Hübchen. Drei. Nice one. So, jetzt kommt hier die Frage, wenn wir die Fähigkeitenstärke mitnehmen, werden wir mehr Ziele treffen. Wenn wir mehr als, es ist relativ melee-haftig bei denen. Ja, es geht eigentlich. Oder erhöhen wir die einfach den Blind. Das wäre natürlich auch nett gegen Elidan, aber Elidan hat gerade nicht so viel zu melden. Deswegen gehen wir auf den Massenwirbel. Bald schon wird es Nacht sein, so, auf 16 gehen wir nicht. Tötet die eventuell Unkraut die Schlange. Halt den Träger um 1,5% seiner Lebenspunkte, ist schon sehr, sehr stark. Das werden wir auch machen. Danke für die Heilung. Wie sieht's denn aus? Heile sehr viel. Mach sehr viel Schaden mit Lee. Unser Fort wurde zerstört. Ist er Gorge gegangen? Oh ne, ist er Schleimorino gegangen. Welch eine freudige Nacht, um verflucht zu sein. Ich kenne keinen besseren Heiler. Nano-Boost indiziert. Oh Gott. Ich hab's kapiert. Ich versorge deine Hand. Wählt ein Talent. Jetzt kriegt sie die Heilung. Okay. Dummerweise haben wir auch zwei Leute verloren, aber ist nicht so wild. Ein bisschen abgefahren. Haben wir noch sehr, sehr starken Heal. Was kann ich auf Level 20? Panzerbaum nicht, aktivieren, um Helden in der Nähe zu heilen. Das ist ganz cool, das will ich mal ausprobieren. Einen zweiten Drachen brauchen wir, glaube ich, nicht. Oh, guck mal da, da sind Gegner. Spürt den Hass von 10.000 Jahren! Erntet die Früchte eurer Bemühungen, Helden. Erweckt mein Ungeheuer zum Leben. Gut gemacht. Wir haben ganz schön viel Aua inzwischen. Das Ungeheuer wird sich auf die gegnerischen Forts stürzen. Los geht's. Seht mal, ein Blümchen. Ihr seid so merkwürdig. Ach, die Pflanze wollen wir töten, ja. Sollten wir das nicht mal machen? Wir sind Level 17. Ich habe mein Ulti wieder ready. Eigentlich nur 45 Sekunden Abklingzeit. Das ist ja das Gute.
Oder kannst du dich nochmal ein bisschen hoch rein, Kollege? Gut gemacht. Das gegnerische Ungeheuer ist eingegangen. Mal nach unten gehen, den Hanzo vielleicht abnudeln. Ja, genau so. Zwei erwischt. Und zertrümmert. Oh, ich mach ein bisschen heiler. Spiel hat er verkackt, ist offensichtlich, dass er gleich um die Ecke kommt. Nicht ganz sicher, was der mit dem Ungeheuer hier anstellt. Nanoboost indiziert. Euer Ungeheuer ist nur noch kompakt. Tolle Technik! Zwei auf einmal! Gut gemacht von der Anna. Ah, den machen wir tot. Ab geht's! Gut ausgeführt! Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. Ach, ich liebe Abenteuer. Ich muss weg. Bis später. Diesmal bleibe ich nicht da, wenn ihr Bock habt, da weiter zu fighten, dann macht das, Jungs, aber ohne mich. Ah, ich bin mit dem Spiel sehr, sehr, sehr zufrieden. 55k hier, ordentlich XP, Farm durch die Schlange. Es ist das aggressive Spielen, was ich mir Updates Arschkarte gezogen habe. Es war wieder Greedy hoch 10. Scheiße. Welt ein Talent. Sekunden zu gehen. Immer Spaß zu sehen. Oh ja, brauchen wir jetzt nicht. Autsch! Nicht fair. Tatsächlich habe ich damit noch nicht so häufig gespielt. Nebenwirken, automatische Wolkenangriffe, vor allem die Abnizei, das ist natürlich mega gut. Weil ich die Wolkenschlange sowieso die ganze Zeit spiele. Alter Latz. Nice, los Serratul, ja, Snake. Erweckt mein Ungeheuer zum Leben! Das hat mir mein Onkel beigebracht. Ich muss mich zurückziehen. Das Ungeheuer kann nicht lange warten. Nutzt seine Macht. Erhebe dich, mein Ungeheuer! Eigentlich muss ich schauen, es hat sich immer die Wolkenschlangen auf CD heute. Jetzt kommen sie wieder. Jetzt sind sie leider zu dritt. Ja, wir sollten da weggehen. Und auch ganz gut der 3. Ha, highest Damage, highest Heal. Klar. Wenn mal einer sagen, Lili ist ein Scheißheld. Wenn ich da jetzt hingehe alleine, sind
meine Chancen nicht sehr hoch, dass sie das da gewinnen. Ich hoffe, er kommt da weg, wer auch da immer drinne ist. Aber ihr solltet euch nicht ausruhen. Die Verseuchten werden zu. Run to us! Please. Brillante Arbeit. Ja, genau so. Oh, verschwendet der Ulti. Das macht zwei. Euer Ungeheuer wurde getrennt. Nice one. Oh, wie gut dieses Talent ist, Nebelwirker. Das ist ja übel. Pro Auto-Attack die Abklingzeit reduzieren und dann pro Snakes. Ja, da können wir gleich mal reinbumsen hier. Ich bin mit dem Spiel zufrieden. MVP. Ja, war ein interessantes Match und Lee hat sich Level 24 verdient. Gegen Heavy Frontline kann man, glaube ich, Lee als zweiten Pick sehr, sehr gut reinhauen. Das ist gerade mit dem Wolkenschlangenbild und Lee das natürlich mega, mega gut. 83k Gehalt, mehr als Anna und das war nicht mal der Heal-Bild. So. Ja gut, Heal-Bild kann man nicht sagen, er ist immer noch sehr, sehr stark, der Bild. Gar keine Frage, unglaublich viel Schaden gemacht mit Lili. 56.000 als Heiler. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, als Second Heal spielen würde wahrscheinlich dann immer Lili immer ein gutes Disengagement durch flinke Füße und die Wolkenschlange mega stark, um zu engagen oder in den Teamfights reinzubummern. Aber der Varian hat auch sehr, sehr gut gespielt, davon mal abgesehen. Aber ich bin mit meinem Spiel zufrieden. Sehr, sehr viel eingehalten. Doppelt so viel. Und Morales war echt scheiße als Heiler. Holy shit, war die Kacke. Aber, nettes Game. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zusehen. Und mal schauen, was wir als nächstes spielen.